Also wir haben uns für den Einsatz von Q-Matic entschieden, weil wir zuvor drei dezentralisierte Aufnahmestellen hatten und die wollten wir jetzt zu einer stationären Aufnahme zusammenführen, zur Wartezeitenverkürzung und dass alle nur noch an einen Punkt müssen. Mit Q-Matic wurden folgende Änderungen durchgeführt. Und zwar ist es jetzt so, dass wir drei Aufnahmepunkte haben. Die Patienten können also parallel aufgenommen werden und die Wartezeiten sind deutlich verkürzt. Und genau so haben wir einfach alle drei die Möglichkeit, alle Probleme zu behandeln und uns gegenseitig zu unterstützen. Die Akzeptanz der Patienten gegenüber Q-Matic ist sehr offen. Sie sind alle glücklich, dass die Wartezeit sich verkürzt und dass alle schnell drankommen und auf Station können. Ich würde sagen, dass pro Tag ungefähr 70 bis 90 Patienten unsere Aufnahmestelle aufsuchen. Seitens der Mitarbeiter ist es so, dass Q-Matic die Arbeit deutlich vereinfacht hat. Wir sind sehr zufrieden mit dem System, einfach weil wir uns gegenseitig so gut die Arbeit teilen können. Die Wartezeit hat sich um 50% circa reduziert. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung Q-Matic bei uns anzuwenden. Ich spreche da auch im Namen meiner Kollegen. Gemeinsam können wir auch bei einem hohen Patientenandrang die Aufnahmen gut bewältigen. Nach der erfolgreichen Einführung von Q-Matic haben wir uns dazu entschieden, den Service für unsere Patienten zu verbessern und planen jetzt, dass eine HL7-Schnittstelle zum Krankenhausinformationssystem eingeführt werden soll.